Ein weiteres Thema spielt sich natürlich in ganz Baden-Württemberg jetzt ab, nach einer Entscheidung der Landesregierung. Und diese betrifft natürlich auch Stadt und Landkreis Karlsruhe im Hinblick auf die Kitas und im Hinblick auf die Schulen. Ja, die Schulen werden landesweit und auch die Kindertagesstätten geschlossen werden. Das sind natürlich aber wieder weitere Herausforderungen, insbesondere für die Städte und Gemeinden, weil es geht ja nicht nur um die Schließung der Schulen, sondern es geht ja auch um die Betreuung eben der Kinder, vor allem von Eltern, die berufstätig sind und vor allem von Eltern, die in solchen Berufen tätig werden, sind auf deren Mitarbeit wir in der derzeitigen Krisensituation nicht verzichten können, beispielsweise Ärzte, beispielsweise eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Versorgungsunternehmen, aber natürlich auch im Lebensmittelhandel, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir haben deshalb schnell mit den Städten und Gemeinden vereinbart, dass wir jetzt im Vorfeld auf diese Entscheidung des Landes Notfallszenarien auch entwickeln. Wie die genau aussehen, das wird sich dann übers Wochenende dann natürlich noch entscheiden. Aber wichtig ist, wir müssen natürlich gerade für die besagten Gruppen, die ich angesprochen habe, auch eine Notkinderversorgung dann eben auch sicherstellen. Und daran arbeiten wir und brauchen natürlich da auch noch die rechtlichen Hinweise seitens des Landes.